Willkommen zum zweiten Teil von Nalides Medieval Dynasty. Ja, im zweiten Teil hatte ich ja gesagt, wollte ich ein bisschen erzählen, wie man hier jetzt einen Gatten in dem Fall findet. Oder natürlich auch eine Frau, wenn man einen männlichen Avatar spielt. Aber kurz vorab, bevor die richtige Unterhaltung ja so ins Rollen kommt. Mittlerweile hat sich einiges getan. Es gibt den neuen Koop-Mode jetzt auch für Konsolen. Es gibt einige Neuerungen. Also die Werte, die ihr lest bei mir, wenn ich irgendwas kaufe, verkaufe oder herstelle, das sind häufig nicht mehr die aktuellen Werte, sondern die sind von Anfang 2024. Und ich profitiere jetzt hier gerade von einem kleinen Bug, das werdet ihr dann sehen. Bei den Romantikfragen, da war es nämlich für einen kleinen Zeitraum möglich, dass man so viele Fragen stellen konnte, wie man wollte. Einzige Einschränkung war dann eine negative Antwort, dann musste man eben einen Tag warten. Jetzt ist es eigentlich so, dass man nur eine begrenzte Anzahl von Fragen pro Tag stellen kann oder Antworten geben, wenn sie eine Frage hat oder er eine Frage hat an euch. Aber was habe ich jetzt gemacht? Anfangs habt ihr vielleicht gesehen, dass Werte über den Köpfen standen. Das bekommt ihr über die Alt-Taste hin. Das ist so wie beim Suchen in der Landschaft nach Steinen oder Stöcken. Oder später, wenn man das freigeschaltet hat, kann man auch so Tiere aufstöbern. Aber diese Alt-Taste ist ganz praktisch. Da kann man schon mal sehen, wo wer ganz gut ist. Es ist immer schön, wenn man jemanden gleich zu Anfang hat, der fleißig mithelfen kann. Also vielleicht bei der Grabung oder Holzrand schaffen oder eben Fleisch besorgen, dass man sich auf den Teil vielleicht nicht mehr ganz so konzentrieren muss, um sein Dorf ans Laufen zu bringen. Bei den Fragen würde ich empfehlen, probiert einfach mal aus. Man kriegt eigentlich sehr schnell, gerade in Oxbow, da sind es ein bisschen andere Möglichkeiten mit den Fragen, sehr schnell raus, was derjenige so etwa für einen Charakter hat. Also wenn er sehr humorvoll ist, wie der, den ich zuerst hier angesprochen habe, dann empfiehlt sich natürlich mal den einen oder anderen Witz zu machen. Wenn man merkt, dass es eher jemand Faules ist, dann sollte man natürlich nicht fragen, wie toll seine Arbeit war. Es gibt dann eher Negativpunkte. Und so kann man sich da ein bisschen reinarbeiten. Also ganz ehrlich, wenn man so ein bisschen sozial kompetent ist, dann sollte man diese Fragen meistern. Und auch wenn man ein paar Tage für braucht im normalen Spiel, dann ist das nicht so schlimm. Man muss ja nicht sofort am nächsten Tag heiraten, sondern kann sich da ruhig ein bisschen Zeit lassen. Gegebenenfalls auch ein paar Jahreszeiten. Das ist allein eure Sache. Für das Tutorial hier habe ich mir mal überlegt, ich treibe es mal auf die Spitze und versuche wirklich einen möglichst hoch zu treiben in den Werten. Wie gesagt, aufgrund des Bugs war das damals möglich. Und ihr seht, dass man, also wenn man die richtigen Fragen und Antworten sich rauspickt, wirklich auch sehr gut vorankommt in der Partnerfindung. Am nächsten Morgen gehe ich nochmal zum Lagerfeuer. Ich habe jetzt den Rest von dem anderen Video mal gekürzt. Und ihr seht, ich habe noch jemand anders angesprochen in dem anderen Teil. Und der hat jetzt sehr hohe Zufriedenheitszuneigungswerte bekommen bei mir. Der hat ein bisschen andere Verteilung gehabt bei dem, was er kann. Und vom Charakter her gefiel er mir auch ein bisschen besser als der ganz humorige. Der hier ist eher der fleißige Typ. Also genau das, was man am Anfang in seinem Dorf eigentlich gebrauchen kann. Ja, wie ihr seht, ich bin schon ganz knapp vor 100%. Ich könnte ihn theoretisch sogar schon heiraten, wenn ich wollte. Aber da ich ja noch kein Haus, keine Siedlung habe, kann ich ihn noch nicht unterbringen. Und es wäre natürlich ziemlich blöd, einen zu heiraten, dem man noch keine Wohnung geben kann und noch kein Essen. Deshalb müssen wir uns jetzt eine Stelle suchen, wo wir bauen, Häuschen schaffen. Und dann alles erstmal einrichten, sodass man dann so eine kleine Grundlage hat, mit der man arbeiten kann. Und dann kann ich jederzeit zurückgehen, ihn einladen ins Dorf oder auch gleich heiraten bei den hohen Werten. Und dann habe ich schon mal einen Mitarbeiter. So, um eine geeignete Stelle zu finden, ist es immer ganz gut, wenn man in der Nähe einer Höhle baut. Ihr seht, da unten liegt schon ein toter Bär und das ist auch der Grund, warum ich mir am Anfang immer schnell eine Armbrust besorge, weil man dann Bären, Wildschweine, Wölfe auf eine schöne große Distanz erlegen kann, ohne in Gefahr zu geraten, dass sie einen direkt wirklich angreifen können. Gerade bei Bären, bei Wisenten und Wildschweinen, die sind schneller bei einem, als man denkt. Also Fernkampfwaffen sind da durchaus nützlich. Gut, da sollten jetzt noch ein, zwei Bolzen reichen. Dürfte der zweite Bär auch erledigt sein. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie viele Tiere
der jeweiligen Gattung da sind. Ihr könnt das auf der Karte nachsehen. Und wenn es ausgegraut ist, habt ihr die zumindest in der Jahreszeit dort befindliche Population ausgelöscht. Und wie ich da jetzt gerade keine Bären mehr. Grau. Also das waren die zwei. Dann wird natürlich alles verwertet. Den zweiten Bären auch noch. Da seht ihr jetzt auch die Höhle. Die kann man später schön zu einer Mine ausbauen. Und da unten gegenüber, da möchte ich gerne bauen. Hier in dem Bereich ist es schwierig zu bauen, wo ich bin, wegen den ganzen Felsen rechts und links. Aber wenn man relativ nah an die Höhle natürlich ein Lager bekommt, ist das auch nicht verkehrt. Aus Erfahrung weiß ich allerdings, dass hier in dem kleinen Abschnitt allerhöchstens ein Einzellager hin. Doch direkt gegenüber von der Straße, die dort langläuft oder dem Weg, da ist eine Wiese. Da kann man jede Menge hinbauen und da in der Ecke wird auch ein kleines Dorf entstehen. So, ich sammle gerade Steine und Äste, damit ich mehr Werkzeug bauen kann, beziehungsweise auch hier einen Behälter. Weidenkorb ist nämlich nicht schlecht, den kann man überall hinstellen draußen und da kann man dann jetzt hier von den zwei Bären die 160 Fleisch lagern, was natürlich eine Menge ist, was man sonst an Gewicht mit rumschleppt. Und so kann man natürlich auch irgendwo in der Landschaft sich einfach mal schnell aus ein paar Ästen so ein Körbchen hinstellen, wenn man viele Dinge gefunden hat. Und dann geht man einfach später irgendwann nochmal zurück und holt sich aus dem Korb raus. Also die müsst ihr nicht bei den Häusern oder eurem Dorf hinstellen, die Körbe. Könnt ihr auch x-beliebig in die Landschaft bauen, nur nicht zu nah an andere Dörfer oder Städte heran. Hier im vorderen Bereich haben wir eben gerade so ein bisschen gesehen, da sind ziemlich viele Birken. Aber etwas weiter unten, das weiß ich schon, da sind auch Ahorn. Das heißt, da bekommt man dann mehr Stämme heraus. Aus einer Birke bekommt man normalerweise zwei Stämme. Aus einem Nadelbaum bekommt man drei. Und aus dem Ahornbaum bekommt man vier Stämme. Plus vielleicht noch den Stumpf, den man ausgraben könnte. Aber wenn man den stehen lässt, dann ist in zwei Jahren wieder ein neuer Baum entstanden. Also gerade bei den Bäumen, die viele Stämme ergeben, ist es durchaus sinnvoll, wenn man die Stümpfe nicht ausgräbt. Bei einer Birke kann man das mal machen. Außer man ist im Gebiet, wo es nur Birken gibt, dann sollte man die natürlich auch stehen lassen, damit man später dort auch noch Holz schlagen kann. So, ich sortiere da gerade noch ein bisschen um. Und dann schauen wir mal, dass wir unser Dorf anfangen können. Ja, das Problem mit den wilden Tieren, die sollte man natürlich mal beseitigen. Ich bin gerade noch auf der Jagd nach einem Wolf, der sich da rumtreibt, wo ich gerne mein Haus hinbauen möchte. Und es ist deutlich gesünder, wenn man erst die wilden Tiere abschießt und dann baut, denn sonst schlägt man einen Baum und hat plötzlich irgendetwas, das einen beißt von hinten. Ist nicht so geschickt. Von daher sollte man sich die Gegend genau anschauen, in der man bauen möchte. Also wenn ihr da einen Bogen dreht sozusagen, im Bogen lauft oder im Kreis lauft, immer ein bisschen weiter rausgeht, dann seht ihr ja irgendwann auf der Karte, welche Tiere in der Umgebung sind. Und wenn was Gefährliches dabei ist, wie ein Wolf, dann sollte man den noch vorher erledigen. Bringt ja auch wieder Fleisch und Fell. Ja, Bolzen ordentlich daneben geschossen. Einige liegen beim Wolf. Aber das kommt natürlich davon, wenn man auf so eine große Entfernung schießt. Da trifft man nicht mit jedem Mal. Aber wie gesagt, ich mache das lieber aus sicherer Distanz. Und keinen Bolzen liegen lassen. Die werden alle mitgenommen. Etwas weiter hinten weiß ich, sind auch noch Wildschweine. Den lasse ich jetzt aber erst am Leben. Denn so weit nach hinten muss ich gar nicht. Mein Haus will ich hier unten in Richtung Wasser bauen. Geht schon so weit, wie ihr seht, dass mir die Wildschweine angezeigt werden. Das ist eben sinnvoll, dass man sie dann auf der Karte hat und sich nicht so leicht vertut, wenn man in die falsche Richtung läuft, um irgendwelche Bäume zu schlagen. Ein bisschen Vorrat an Steinen und Bäumen
also stemmen. Und dann suche ich mir einen schönen Platz fürs erste Haus. Ich mag das ja eigentlich, wenn unten keine Stämme sind beim Boden des Hauses, sondern Steine. Das wäre jetzt Stein. Eben wo die Treppe zu sehen war, das wäre dann mit Stämmen unten gewesen. Das ist eben in Hanglage sehr häufig. So, dann brauche ich natürlich unten Steine. Genau die richtige Anzahl schon vorher aufgelesen. Wenn man ein bisschen Übung hat, weiß man auch, wofür man wie viel braucht. Springen wir ein bisschen weiter. Das Grundgerüst steht und ich will jetzt mal die Wände umgestalten. Das kann man machen, indem man dann entsprechend im Auswahlmenü, seht ihr hier, sich das aussucht. Und Steine findet man eigentlich so ja auch immer an vielen Stellen. Von daher stelle ich schon mal alle Außenwände auf Stein. Das ist das Hochwertigste, das ist das, was am dichtesten hält, wo dann alle, die drin wohnen, später mal zufrieden sind. Also falls ich später mal mir ein anderes Haus baue. Holzdach ist ein bisschen schwierig, denn wir haben ja noch nicht wirklich Bretter. Also nehmen wir mal das sozusagen hochwertigste Dach, was wir bauen können am Anfang. Wenn ihr eines dieser Elemente später ändern wollt, ihr könnt das, was ich jetzt hier einzeln markiert habe, die Wände, das Dach, einzelne Dachteile, könnt ihr auch abreißen und nur das einzelne Teil wieder in einem anderen Material neu aufbauen. Seid aber vorsichtig, wenn schon jemand drin wohnt, sobald ihr eine Wand oder ein Dach einreißt, ist er automatisch raus aus dem Haus. Und dann ist er natürlich unglücklich. Also am besten Häuser nur sozusagen renovieren, also Teile abreißen, neu aufbauen, wenn keiner drin wohnt. Vielleicht so ein Sicherheitshaus immer zu haben, wo man die Leute umquartieren kann kurzfristig. Und dann kann man auch sowas später noch angehen, wenn man dann hochwertigere Wände oder Decken haben möchte. Wobei, wie gesagt, Stein ist ja schon die hochwertigste Wand. Und da gibt es auch viele Pilze, die kann ich auch nachher noch sammeln. Da kann man vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann Hühner hat, mit diesen Pilzen hier, mit den Speisemorcheln, da kann man dann schön Ei mit Pilzen machen. Aber natürlich auch erst etwas später, wenn das freigeschaltet ist. Trotzdem kann man die jetzt im Frühjahr nur sammeln, von daher sollte man sich solche Stellen merken und vor dem Jahreszeitenwechsel auf jeden Fall sammeln gehen. Gut, mein Haus. Ich habe jetzt Stämme rundherum. Hat man nicht umgestellt. Die oberen, die Giebeln, sollte man nicht vergessen. Ich habe mir das so angewöhnt, ich stelle die immer um und verbrauche dann sozusagen die Stämme. Und dann weiß ich nämlich, welche Wand ich auch schon umgestellt habe. Also sobald ich sie umgestellt habe, nehme ich einen Stamm. Und jetzt gehe ich auf Steinsuche, damit auch die Wände fertig werden. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Da seht ihr, wo ich jetzt bin. Ich habe da auch schon selber einen kleinen Weg angelegt zu meinem Haus runter. Und entlang des Weges werden dann so nach und nach die ersten zusätzlichen Gebäude entstehen. Da seht ihr, die Wölfe waren noch grau markiert und da die Bären. Aber da ich jetzt in dem Gebiet Sachen gebaut habe und Wege angelegt habe, werden die in der nächsten Jahreszeit nicht mehr dort sein. Also überall, wo ihr irgendwas baut, also wirklich baut, Häuser, Straßen, Zäune, könnt ihr euch sicher sein, dass in der nächsten Jahreszeit die Tiere nicht mehr da sind. Gibt ganz wenige Ausnahmen, manche Krähen bleiben noch dort. Aber gerade sowas Gefährliches hier wie die Wölfe oder die Bären, die kommen tatsächlich nicht wieder. Auf der Karte war auch zu sehen, dass ja Rehe, eine Rehpopulation, relativ nah an meinem Haus ist. Wahrscheinlich wird auch die weg sein in der nächsten Jahreszeit. Das heißt, wenn man sowas bemerkt, ist es nicht schlecht, wenn man die dort jetzt vorhandene Population in der Jahreszeit noch erjagt, sodass man zumindest das Fleisch, Leder, Fell noch, ja, verwenden kann, denn wenn es in der nächsten Jahreszeit keine Tiere dort mehr gibt, dann muss man ein ganzes Stück weiterlaufen, um sich da Ressourcen zu verschaffen. Mein Haus ist gerade fertig geworden, wie ihr bemerkt habt. Ich sortiere jetzt noch ein paar Dinge in die Kiste rein. Bei den nächsten Tutorials verspreche ich, mache ich ein bisschen größere Sprünge. Da werde ich nicht mehr so im Detail alles erklären. Und ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Bis dahin, eure Nalidee.